Hi, hier ist Madeleine von Sonic Bloom mit einer neuen Folge in der Tutorial-Serie With a Little Help from Max for Life. Und dieses Mal schauen wir uns den Rotating Rhythm Generator aus dem CV-Tools-Pack an, was es neu bei Ableton gibt, kostenlos. Der Link ist wieder in der Beschreibung. Und damit werden wir ein MIDI-Effekt-Rack bauen, womit man gut Basslinien jammen kann. Und zwar auch die Tonart verstellen kann und so weiter und so fort. So, das heißt, ihr braucht erstmal das CV-Tools-Pack. Es muss installiert sein. Dann findet ihr das hier unter Packs, CV-Tools. Und den Rotating Rhythm Generator findet ihr unter CV-Instruments. Ich habe dafür schon mal ein Preset vorbereitet, damit es ein bisschen schneller geht. Und das füge ich hier einfach mal in der Spur ein. Das ist ein MIDI-Effekt, wird also vor dem eingefügt. Das heißt, wir können jetzt erstmal abspielen, was das insgesamt so jetzt dann macht. So. Der Rotating Rhythm Generator bietet 4 Noten, die für die verschiedene Parameter eingestellt werden können, wann sie getriggert werden. Und das Tolle ist auch, dass die Noten rotiert werden können. Das heißt, A1 kann dann stattdessen auch die Notenwerte von Cis3, E2 oder A0 spielen. So, und was ich hier eingestellt habe schon mal, ist, dass wir A1, Cis3, E2 und A0 haben, die zusammen dann A-Dur ergeben. Und wir wollen aber auch die Möglichkeit haben, die Tonart zu verstellen. Und was wir dafür machen werden, ist, wir ziehen gleich mal 2 Scale Presets rein. Und zwar nehme ich einfach mal das C Major und das C Minor. Dann schalte ich bei beiden die Bass auf A um, weil wir ja gerade bei A-Dur sind. So wie es gerade aussieht, würde da C-Moll am Ende rauskommen. Wir wollen aber die Möglichkeit da haben, dazwischen umzuschalten. Das heißt, was wir machen, ist, wir wählen jetzt erstmal alle aus und gruppieren die, sodass wir einen MIDI-Effekt-Rack haben. Und dann kann ich hier erstmal den Anschalter auf Makro 1 mappen. Das machen wir mit dem hier genauso. Und dann gehen wir hier in den Mapping-Modus. Und dann müsste dann als erstes vorher mal Dur haben und dann Moll. Das heißt, Dur dann von 0 bis 63. Und ab 63 springt der Fader, 64 springt der Fader dann auf Moll um. So. Was wir dann auch gleich nochmal machen werden, ist, wir werden bei beiden auch Transpose mappen. Weil dann können wir auch die Tonart ganz einfach verschieben. Und das benenne ich hier erstmal um. Dur und Moll. So. Gehen wir wieder zurück. Da haben wir sie auf Dur. So. Und als nächstes werden wir hier dann diesen Rotate-Parameter auf Makro 3 mappen. Und damit können wir dann einfach schon mal ein bisschen gucken, was wir da haben. Da das ein Bass werden soll, werde ich das hier erstmal beschränken. Das heißt, ich gehe hier mal rein und beschränke das von 0 auf 12. Den kann ich hier mal probieren. Thank you.
So. Dann könnte man hier zum Beispiel von einem noch den Notenwert quasi mappen. Das werde ich dann auf 4 machen. Kann man auch schön mit Jam dann. Und dann werde ich noch die anderen 4 Makros hier auf die euklidischen Rhythmen, ob man die anhaben will oder aushaben, mappen. Weil da kann man dann auch verschiedene Muster von der Note jeweils spielen lassen. Das heißt, das kann euklidische Rhythmen. Das heißt, ich habe hier innerhalb von 20 Schritten wird 6-mal die Note hier ausgelöst. Oder man kann es auch über Logikargumente machen. Wir machen aber hier euklidisch nutzen. So, und das mappe ich dann jetzt auf Makro 5 bis 8. So, und dann würde ich sagen, jammen wir einfach mal. Ja, ich hoffe, ihr fandet das hilfreich. Vergesst nicht zu liken, zu teilen und zu subscriben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.